Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Breath of Fire 2. Und wir befinden uns endlich im Hexenturm. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal weiter hier. Ihr seid nicht dumm. Aber so einfach geht das Tor nicht auf. Okay, warum das nicht? Und wir haben Gegner. Belzebubs. Drei Stück gleich. Okay, die gehen Gott sei Dank schnell kaputt. So, zack. Autsch. So, friss dies. Und gleich seid ihr Geschichte. Dann muss das Tor... Oh nee, ich habe eine Vergiftete. Rinpo ist vergiftet. Geil. Habe ich überhaupt noch Gegengifte? Falls nicht, habe ich jetzt ein großes Problem. Items, Gegengifte. Eins, oh, passt ja. So, Rinpo. Gut, ich mache erstmal wieder ordnen. Ja. So, gut. Und es geht immer noch nicht auf. Okay. Jawohl, ihr müsst weiterkämpfen und gewinnen noch dazu. Okay. Du bist eine fiese Hexe. Richtig fiese. Wow, 96 gleich. Verharren. Toller Name für einen Gegner. Was zur Hölle ist ein Verharren? Egal. Ist unwichtig. Okay, kommt rein. Wie, das ging schnell? Das ging echt schnell. Ich habe Angst. Da ist eine Tour. Ist das eine Falle? Ha? Nein, hier ist nichts. Ha? Warum schwitzt du? Hä? Alle Ausgänge wurden verschlossen. Es wird sehr schwer für euch werden, hier wieder herauszukommen. Die Gedanken der Hexe sind verwirrt. Wenn ihr hier erwischt werdet, wird etwas Furchtbares passieren. Du schwitzt immer noch? Ich mag keine Leute, die zu viel quatschen. Diese Statue sieht sehr lebendig aus. Achso, das steht jetzt hier überall. Oh, interessant. Ja, und ich bin gefangen. Cool. Eigentlich nicht cool. Aber egal. Und ich befürchte, das hier ist ein Labyrinth. Naja, mal schauen. Gehen wir mal hier hoch. Okay, und wir kriegen Kämpfe in diesem tollen Labyrinth. Hexenmumie. Ne, Hexermumie. Interessant. Ich glaube, ich mache erstmal die Hexermumie weg. Klingt bedrohlicher. Also, ja. Okay, wie auch immer. Mit einem Schlag K.O. Bedrohlicher. Naja, ich habe erst gedacht, es ist bedrohlicher. Aber umso besser. Gut, mal schauen, was ich... Ja, noch mehr Statuen. Auch eine sehr lebendige Statue. Noch mehr Truhen. Okay. Ich glaube, dieser Hexenturm ist die reinste Schatzkammer. Und wir haben hier zwei Orks. Ach was. Hier gibt es sogar Orks in diesem Spiel. Naja. Na gut, sie sind nicht besonders stark und auch erst recht nicht besonders helle. Wie auch immer. Ich mach's mal kurz K.O. und weiter geht's. Wir erhalten sogar sehr viele Erfahrungspunkte hier. Dieser Turm gefällt mir richtig. Okay. Was haben wir jetzt? Ach, nur eine Hexenmumie. Die ist gleich K.O. Zack. Und tschüss. Ach ja, die Gegner sind ja echt schwach irgendwie. Weil zu stark können wir eigentlich nicht sein, oder? Naja, auf jeden Fall reicht das Level noch für diesen Turm. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich weiß ja nicht, wie es beim Boss aussieht. Ich denke mal, wir müssen gegen die Hexe kämpfen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal stark. Und dieser Kopf über den... dieser Totenkopf über den Auserwählten macht mir irgendwie Angst. Ich meine, hat das irgendeine besondere Bedeutung jetzt? Werde ich irgendwann sterben oder... passiert jetzt rein gar nichts? Ist das einfach nur da als Dekoration? Falls es einer von euch weiß, oder vielleicht finde ich es bald noch heraus. Mal schauen. Ich glaube, ich werde es bald herausfinden. Spätestens beim Bosskampf. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Okay, was haben wir hier? Ich glaube, ein Rätsel. Sieht zumindest sehr stark danach aus. Bin ich einmal gespannt, was das da wird. Und das Vieh ist echt nach einem Schlag schon weg. Okay, das Vieh ist echt nicht bedrohlich. Gut, dann wollen wir mal schauen. Also, gehen wir mal hier drauf. Zack, 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 zack und Schuss. Okay, Sackgasse.
Aber hier gibt's genug Truhen. Der Weg hat sich gelohnt. 100 Zeni. 100 Zeni. 1 Zeni. 1 Zeni. 1000 Zeni. 100 Zeni. Und nochmal 100 Zeni. Boah, hier wird man richtig reich. Ah, okay. Na, ich wollte die Truhe wenigstens noch geöffnet haben. Egal. Die Orks mache ich schnell platt. Aber das ist echt die reinste Goldgrube hier. Ich meine, wo hat die Hexe das... Wo hat die Hexe das ganze Geld her? Sag mal, ist sie anschaffen gegangen oder was? Das frage ich mich gerade wirklich. Ich meine, wo kriegt man sonst das ganze Geld her? Bank ausrauben? Was gibt's noch? Im Lotto gewinnen hat sie wohl kaum. Glaube ich zumindest nicht. Hexen können im Lotto nicht gewinnen. Und was haben wir jetzt? Ein Zeni. Und die letzte Truhe. 100 Zeni. Okay, ich habe alle Truhen geöffnet. Soll ich da jetzt runter oder hier die Treppen hoch? Ich glaube, ich gehe mal die Treppen hier hoch. Und wir befinden uns wieder hier. Ja. Wo die Kämpfe weitergehen. Interessant. So, der erste ist weg. Ach ja, Rinpool ist cool mit ihrer Spezialattacke. Wenn der Auserwählte das auch öfter könnte, wäre es schon praktisch. Naja, jetzt ist nur noch einer von denen über. Zieht eh nicht so viel ab. Okay. So, zack, zack, zack. Und weg bist du. Yes. Wunderbar. Boah, und man erhält hier echt viel Erfahrungspunkte. Im Vergleich zu anderen Dungeons. Aber nun bin ich am überlegen. Ich glaube, ich muss doch ganz runter. Aber ich gucke mir das jetzt nochmal an. Also, da sind Ketten, da, wo muss ich da? Okay, ich habe mir das jetzt mal versucht einzuprägen. Ich glaube, ich muss mir den Weg wirklich einprägen. So, und hier gehen wir mal runter. Und wir befinden uns wieder hier. Ist ja toll. Okay, ich gehe mal den linken Weg. Mal schauen, was wir hier so Tolles finden. Eine Treppe? Das sieht ja genauso aus wie bei der anderen Seite, nur da ist eine Truhe. Okay, ich glaube, ich hätte doch erst links gehen sollen. Ich glaube, in Videospielen ist es meistens so, auch bei Rollenspielen, dass man erst den linken Weg gehen sollte. Zumindest habe ich immer so den Eindruck und habe auch so die Erfahrung immer gemacht, dass der linke Weg immer der war, wo sich halt immer etwas befand und der rechte Weg der richtige Weg war. Meine ich so in Erinnerung zu haben. Panacee. Was ist das denn? Falscher Knopf. Mit Start geht das ja nicht. Rüstung. Kann man das ausrüsten? Panacee oder... Warte mal. Ich gucke erstmal bei Items. Benutzen. Wozu ist das gut? Da. Heilt Statusveränderung. Okay, das heißt, ich kann sogar diesen Totenkopf loswerden. Okay. Gut. Da brauche ich jetzt keine Angst mehr haben, dass mein Held sterben könnte oder so. Oder wie auch immer. Ist schon mal auch sehr praktisch. Und... Okay, Fahan ist weg. Ich finde das echt schon drollig, dass die so wenig aushalten. Sind wir echt so stark? Jetzt bin ich echt am Überlegen. Ich meine, wenn das so weitergeht, ist gut. Dann kann ich mich nicht beklagen. Komme ich wenigstens gut voran. Aber wenn nicht, ist scheiße. Ja. Was war das? So, weg bist du. Weg bist du noch nicht jetzt, aber. Wenn's denn, ja, Spezialangriff gemacht hätte, wärst du weg gewesen. Aber nein, Stan wollte nicht. So, gut, dann gehen wir wieder den rechten Weg. Ach, ich hasse Labyrinthe. Naja. Vor allen Dingen, wenn's Dungeons als Labyrinthe sind in Videospielen. Okay, dann war ich, muss ich hier links, da ist wieder so eine Statue. Gut, hier sind die Truhen, die ich alle abgeräumt habe. Und da oben befindet sich dann wieder dieses tolle Rätsel. Eigentlich ein ganz cooles Rätsel. Aber es ist eigentlich auch leicht. Ich meine, man muss nur richtig gucken, wie sich diese Plattform bewegt. Und es kommt mir irgendwie wie ein bekanntes Rätsel vor, was ich schon irgendwoher kenne. Ich bin nur gerade am Überlegen, woher ich das so kenne. Ich glaube, bei Mario Party gab es auch mal solche Rätsel. Rätsel nicht, Minispiele, irgendwie, wo man sowas machen musste. Ja, ich meine, so irgendwie war das. Aber ich kenne das Rätsel auch noch woanders her, außer vom Videospiel, glaube ich. Ich weiß nur gerade nicht, woher. Ist auch egal.
wir machen jetzt weiter und gucken mal, ob ich jetzt richtigen Gedanken habe. Da, okay, dann da, dann geht's da, dann da. Gut, jetzt, ja, die Kette, jetzt bin ich aber überlegen. Bei der Kette, geht's da lang? Wie mache ich das jetzt? Okay, so, dann... Ah, es ist kompliziert. Das sieht doch schwieriger aus, als ich dachte. Okay, ich kriege das aber schon irgendwie hin. Gut, Leute, da die Zeit knapp wird, werde ich dieses Video jetzt erstmal beenden. Und im nächsten Video werde ich das Rätsel weiter fortführen. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.